Der Süden Amerikas war in den 1870er Jahren ein unbeständiges Missionsfeld. Die Emanzipationserklärung war gerade von Abraham Lincoln unterzeichnet worden. Die Sklaverei war beendet und doch hatten Afroamerikaner noch einen langen Weg vor sich, um Gleichheit in ihren Grundbedürfnissen zu erlangen. Der Ku Klux Klan war in vielen Bereichen stark und wo immer eine Schule für Farbige eröffnet wurde, war die Chance groß, dass sie angezündet wurde. Lynchen, Auspeitschen und Erschießen war immer noch an der Tagesordnung. Bildungsmöglichkeiten waren begrenzt und Schulen waren, wenn überhaupt vorhanden, schlecht ausgestattet und es gab südlich der Madison-Dixon-Linie keine Adventgemeinde. Im Jahr 1865, nur 2 Jahre nach der Emanzipationserklärung und nach der offiziellen Gründung der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, sagte Ellen White, dass die Kirche mit der Arbeit im Süden beginnen sollte. Der erste Prediger, der in den Süden ging, hieß Albert Lane und er erhielt einige Erweckungsversammlungen in Edgefield Junction in Tennessee, die dazu führten, dass 1873 eine Kirche gegründet wurde. Später wurden noch Kirchen in Louisville, Nashville, Memphis und New Orleans gegründet. Charles M. Kinney war der erste Schwarze, der 1889 zum Prediger der Adventgemeinde ordiniert wurde und er gründete eine Kirche in Bowling Green in Kentucky, die auch Ellen White später einmal besuchte. Auch Edson White begann nun sich zu beteiligen. Nachdem er im Alter von 44 Jahren sein Leben Jesus geschenkt hatte, sah er dieses neue Missionsfeld als seine Aufgabe an. Er schrieb an seine Mutter: "Ich habe darüber nachgedacht, nach Tennessee zu gehen, um unter den Farbigen zu arbeiten." Edson White ließ ein Dampfschiff bauen, das er Morgenstern nannte, und fuhr damit von hier nach Allegan, Michigan, hinüber nach Chicago, dann die Flüsse Illinois und Mississippi hinunter in den Bundesstaat Mississippi. Der erste Ort, an dem sie anlegten, um mit der Arbeit zu beginnen, war in Vicksburg, Mississippi. Als sie anfingen, in der Stadt zu arbeiten, erlebten sie heftigen Widerstand. Nachdem sie einen geeigneten Ort gefunden hatten, um mit der neu gebildeten Gruppe Gottesdienst feiern zu können, weigerte sich der Besitzer, die Immobilie zu verkaufen, weil er keine Kirche für Farbige in der Gegend haben wollte. Er räumte aber ein, dass wenn genügend Einheimische mit dieser Kirche vor Ort einverstanden wären, dann würde er verkaufen. Und da die Einheimischen zustimmten, wurde die Morningstar Seventh-day Adventist Church offiziell gegründet. Das ursprüngliche Gebäude wurde 1955 niedergebrannt, aber an derselben Stelle wieder aufgebaut. In Vicksburg wurde auch eine Schule eröffnet. Ebenso wurden in Yazoo City, Lintonia und Palo Alto weitere Kirchen und Schulen gegründet. Die Arbeit ging voran, aber nicht ohne Herausforderungen. In Redwood, Mississippi musste Franklin Warwick aus einem Zug springen, um einem Lynchmob zu entkommen, der gerufen worden war, um ihn zu töten. In Calvert, Mississippi wurde wegen ihres Engagements, die Schwarzen im Süden auszubilden und zu evangelisieren, Ann V. Alvin ausgepeitscht und auf seine Frau wurde geschossen. Edson White gründete die Southern Missionary Society. Diese hatte den Zweck, die Grundsätze christlicher Erziehung den Menschen im Süden nahezubringen. Im Jahr 1898 wurde die Zeitschrift Gospel Herald ins Leben gerufen und die ersten 8 Ausgaben wurden auf der Morningstar gedruckt. Später wurde noch ein Bio-Lebensmittelunternehmen, ein Sanatorium, eine Klinik sowie 28 Missionsschulen eröffnet, die bis 1906 1000 Schüler hatten. Die Idee eines Missionsbootes, das als Schule, Versammlungsort, Verlag, Bibliothek und Ausbildungszentrum diente, war absolut genial. Es konnte weiterfahren, wenn die Spannungen sich verstärkten und diente als mobile Missionsstation. Die Arbeit, die die Morningstar leistete, gab neuen Auftrieb und trieb die Arbeit hier im Süden voran. Obwohl er mal ein eigensinniger Sohn ohne geistliche Ausrichtung war, half Edson White dabei, einen Rahmen zu schaffen, damit eine flächendeckende Arbeit hier im Süden stattfinden konnte, die bis heute existiert. Keine Volksgruppe ist vom Missionsauftrag ausgeschlossen, wenn es heißt, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Möge Gott uns die Kreativität und Weisheit schenken, wie wir diese Botschaft vor allem an die Geächteten und von der Gesellschaft an den Rand gedrängten weitergeben können.